Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Sie haben einen narzisstischen Kollegen oder leben in einer narzisstischen Beziehung und wollen auch wahrgenommen werden, wollen da auch irgendwie überleben und wollen auch irgendwo hin und wieder mal sichtbar sein. Wie kann Ihnen das gelingen? Jetzt gleich mehr dazu. 5 Anzeichen, wie Sie trotzdem wahrgenommen werden, ohne selbst narzisstisch zu werden. Sie sind immer noch in einer narzisstischen Beziehung, wollen und können sich nicht lösen, weil Kinder da sind und einfach das alles sich momentan absolut nicht machen lässt und sie ihn auch lieben und sie nicht rauskommen. Oder sie sind in einem Team, in einer beruflichen Situation, wo sie auch bleiben wollen, weil das ihr Traumberuf ist und sie glücklich sind in diesem Beruf. Leider gibt es einen starken Narzissten, mit dem sie leider zusammenarbeiten müssen und sie müssen mit dem zusammenarbeiten und dann brauchen sie einen Weg, wie sie sich auch dann gut präsentieren. Dafür ist dieses Video jetzt, wie wäre ich trotzdem wahrgenommen, wie wäre ich trotzdem gesehen. Dazu gibt es jetzt 5 Anzeichen, wie Sie durchkommen, standhaft bleiben und wahrgenommen werden. Erster Punkt, habe ich genug Selbstbewusstsein? Wenn ich mich ständig defizitär fühle, wenn ich mich ständig unfähig fühle, auch weil der Narzisst mir sagt, du bist unfähig, du bist unfähig, du bist unfähig, und ich glaube ihm das irgendwann mal, weil ich weiß genau, das ist ein roter Pullover, aber er erklärt mir dauernd, das ist ein blauer Pullover und das, mein Gehirn ist schon so weich geklopft von dieser Manipulation, dass ich mir irgendwann denke, ich glaube, der Pullover ist doch blau, er dürfte doch recht haben. Dann bin ich am falschen Weg, aber bleiben Sie selbstbewusst. Ein roter Pullover bleibt rot und auch wenn ich ihn umfärbe, er war rot und er bleibt rot und er wird immer rot sein, egal wie das umgefärbt wird. Auspause, ja. Also Sie dürfen da, ohne narzisstisch zu werden, einen ganz gesunden Selbstwert entwickeln und den erhalten und den sogar noch ausbauen. Deshalb wird man noch gar nicht egoistisch und auch nicht narzisstisch. Oder beim Kollegen, ja. Der Kollege stellt sich großartig dar und trumpft beim Chef auf, wie super er nicht ist, ja. Ich brauche mich nicht auftrumpfen, sondern ich kann selbstbewusst sagen, das hat der gemacht, das habe ich gemacht. Ganz ruhig, ganz entspannt. Das hat nichts mit Narzissmus zu tun, das hat was zu tun mit kompetenter Selbstdarstellung und mit Präsentation dessen, was ist, faktenbasiert. Ja? Und dazu brauche ich einen gesunden Selbstwert. Es gibt viele Videos von mir auch über den Aufbau eines gesunden Selbstwertes, aber dazu ganz kurz 2 Sätze. Ich bin gut, so wie ich bin. Und wenn mir jemand das wegreden will und absprechen will, dass ich gut bin, so wie ich bin, dann höre ich auf mich oder hol mir innerlich jetzt nochmal das her. Hat der andere recht? Nein, hat er nicht recht. Dann gehe ich wieder zurück zum ersten Punkt. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin nicht perfekt, aber ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin ausreichend gut, so wie ich bin. Erster Punkt, Selbstwert stärken. Und zweiter Punkt, der Ihnen helfen kann, ist, dass Sie sich mit anderen verbünden. Gegen den Narzissten. Also im Büro ist es gut, mit anderen Kollegen zusammen, mehr zusammenzuarbeiten, die nicht narzisstisch sind, auch dem Chef verstärkt zu arbeiten, wenn das möglich ist, wo sie auch weniger mit dem Narzissten direkt zu tun haben und sich dadurch eine eigenen Bereich aufbauen und dadurch auch wahrgenommen werden als eigenständige Person. In einer narzisstischen Beziehung brauchen Sie ein anderes Netzwerk auch mit nicht-narzisstischen Menschen, die euer familiäres Umfeld gut kennen. Da muss man halt jetzt schauen, wie gelingt das. Ja? Gibt es da Nachbarn, die positiv eben einfach euch als Familie gegenüberstehen und mit denen, die man stärker einbinden kann, wo es mehr Gemeinsamkeiten gibt, wo nämlich dann der Narzisst nicht so sich arg benehmen kann, weil er muss ja dann angepasst und adäquat wirken, dieser anderen Familie gegenüber zum Beispiel. Ja. Bei der Herkunftsfamilie oder bei der Schwiegerfamilie wird es schwierig sein, dass ich da Verbündete finde, weil das ist schon zu eingeschliffen, das System. Also man müsste woanders Leute suchen, die familiennahe sind oder halt euch von eurer Beziehung her beziehungsnahe sind und die aber bewusst nicht narzisstisch sind und die sie wieder stärken in ihrem Selbstwert und mit denen sie sich gut verstehen, dass der narzisstische Partner nicht so ausagieren kann und sich runterbremsen muss, sich benehmen muss, schlicht und einfach. Ein dritter Punkt ist so ähnlich wie der zweite. Ich arbeite verstärkt mit der Gruppe.
Also im beruflichen Kontext, ich konzentriere mich auf andere Teammitglieder und arbeite möglichst wenig mit dem Narzissten zusammen, sondern verstärkt mit anderen. Und im familiären Kontext, im Beziehungskontext, schaue ich, dass ich ganz stark die Kinder einbeziehe und stärke, ja, und da wirklich ein gutes Miteinander schafft zu kreieren, wo man gute Stimmung macht, wo man eben mit Freunden viel unternimmt, wo man die Geschwister, die eigenen Geschwister sehr stark eben ins einbezieht und sehr viel miteinander tut. Also das wäre toll, wenn Sie da die Fähigkeit sich erarbeiten, zu integrieren. Das ist so, wie wenn Sie die narzisstische Suppe verdünnen, ja, dass das nicht nur so im Kleinsten ist, ja. Sie müssen bei diesem Narzissten bleiben, Sie kommen nicht raus, aber Sie können das so verdünnen, dass er immer weniger Wirkmächtigkeit hat, weil da so viele sind, die sich bewusst nicht an ihn orientieren, sondern die einfach ihr Ding machen. Und dann geht er wie unter, dann läuft er wie mit, dann kann er zweimal kurz halt schreien und hier schreien und die sagen dann, ja, ist alles in Ordnung, wir gehen inzwischen vor, kommst halt danach, wenn du willst. Ja. Also ihn nicht so ernst nehmen, ihn bewusst ein bisschen auf die Seite legen, weil wir sind als Gruppe stärker als wie dieser eine Narzisst. Achtung, der Narzisst wird dann auch versuchen, Verbündete zu finden und wird auch versuchen, Leute auf seine Seite zu ziehen. Das ist ein Hauptjob, das kann er ja großartig, kann er möglicherweise besser als Sie. Deshalb müssen Sie das gut überlegen, wie kann ich meine Verbündeten auch so briefen und so informieren, dass das bleibt, ja, dass das wirklich eine starke Verbindung, eine Verknüpfung bleibt, weil sonst geht das schief, ja, sonst dreht er auf einmal die ganzen Leute zu sich und sie stehen wieder alleine da. Das ist halt der Nachteil, wenn man mit einem Narzissten zusammen ist. Ein vierter Punkt, wie Sie gegenüber einem Narzissten wahrgenommen werden, ohne dass sie Narzisst selber werden, ohne dass sie ihre narzisstischen Anteile so verstärken, dass sie am Schluss selber sich nicht mehr auskennen, bin ich jetzt selber schon narzisstisch oder nicht, ist, dass sie ganz klar bei der Wahrheit bleiben, dass sie ganz klar faktenbasiert sind, dem Narzissten gegenüber wertschätzend bleiben, aber null Toleranz bei Lügen, null Toleranz bei Wahrheit verdrehen, null Toleranz, wo er sich total aufblust oder sie und die anderen eben schlechter darstellt, als sie tatsächlich sind. Wenn es Kritik gibt, okay, dann ist es gerechtfertigt. Ja, dann muss ich auch die Kritik einstecken. Ich als Nicht-Narzisst kann Kritik gut einstecken, kann es gut versuchen zu verbessern, aber ich lasse mich nicht manipulieren, ich lasse mich nicht für dumm verkaufen und ich lasse vor allem nicht zu, dass der Narzisst es schafft, eine schlechte Stimmung zu verbreiten. Das ist eines der Hauptthemen, die alles kaputt machen, wo ich dann nachher nicht mehr Platz habe. Also es muss mir gelingen, als Nicht-Narzisst einen stärkeren Leuchtturm aufzustellen, als wie der Leuchtturm des Narzissten. Eine bessere Stimmung zu vermitteln in der Familie oder im Team, als der Narzisst schlechte Stimmung verbreiten kann. Und klar, es ist viel leichter, schlechte Stimmung zu verbreiten, ja, dass der kommt und alles ist sofort, oh, Hilfe, ja, aber wenn wir uns gegenseitig unterstützen, auch die Nachbarn und auch die Geschwister und so zum Beispiel, ja, dann kann man sagen, ja, wir wissen eh, dass er schlecht aufgelegt ist, wir lassen ihn herumgrummeln, wir machen unser Ding und beachten ihn da gar nicht. Wir sagen vielleicht einmal, armer schwarzer Kater, und dann machen wir unser Ding und lassen uns ganz bewusst die Stimmung nicht versauen. Wir üben uns ein in gute Stimmung. Wenn das gelingt, dann sind Sie vorne dabei, dann passt's. Und das ist nicht narzisstisch, sondern super positiv, super wertvoll. Das wünsche ich Ihnen total, dass Ihnen das gelingt. Aber ich gebe zu, es ist echt schwer. Eine Stimmung, die schlecht ist, von einer Gruppe zu drehen, ins Positive hinein, ohne da narzisstisch auszuagieren, das braucht Übung. Und zwei Dinge, wie es gelingt. Ich selber muss in meinem Herzen einen Blick haben zu sagen, es ist positiv. Ich weiß, das Leben ist gut. Ich lasse mir es nicht von einem Narzissten versauen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn ich merke, ich bin innerlich hell, dann ziehe ich auch helle Dinge an. Wenn ich merke, ich bin innerlich dunkel, dann ist alles um mich herum dunkel. Also dieses Mindset ist da extrem wichtig, wo ich mich wirklich selbstwert stärken kann. Fünfter Punkt, wenn Sie gegenüber Narzissten bestehen wollen, dann brauchen Sie ja gute Selbstfürsorge.
Erster Punkt war der Selbstwert und der zweite, also der fünfte Punkt jetzt da ist diese Selbstfürsorge. Selbstfürsorge heißt, ich schütze mich auch. Selbstfürsorge heißt, ich kann mich auch zurückziehen. Ich kann auch Grenzen setzen. Ich weiß auch, wann es genug ist. Ich weiß auch, wo ich jetzt keine Chance habe gegen den Narzissten, wo ich jetzt da nicht mehr kämpfen brauche, weil sonst erschöpfe ich mich, sonst drehe ich da durch, sonst drehe ich am Rad. Mich hat erst gestern wieder jemand angerufen, der mit einem Narzissten zusammen ist, wo ich sage, hey, wieso lassen Sie sich da reinziehen? Schützen Sie sich, gehen Sie da raus? Ja, na, ich muss ja da kämpfen, damit ich da nicht untergehe. Jo, aber wenn da jemand mit 200 Kilo Steinen sich an mich drauf hängt, dann muss ich auch erkennen, das ist too much, dann muss ich mich schützen. Da kann ich nicht in diese Richtung momentan reingehen. Ich muss auch erkennen, was zu viel ist. Und wenn der Narzisst zu stark ist, Katastrophe, dann muss ich vielleicht auch erkennen, dass ich mit dem echt keine Beziehung leben kann, ohne dass ich ständig untergehe. Was ist jetzt wirklich machbar? Oder bleibe ich im ausreichenden Sicherheitsfeld, bleibe ich im ausreichenden Sicherheitsabstand, damit ich nicht von ihm reingezogen werden kann? Lebe ich mit dem Narzissten schon zusammen, aber so, mit so einem guten Abstand, dass es mir gelingt, meins weiterhin zu leben, mit meinen Kindern, mit meinen Freunden, und ich streife nicht zu sehr an, weil sonst wird der Narzisst zu stark und zieht mich in die Tiefe. Wenn Sie auch so emotionale Missbrauchserfahrungen erleben und trotzdem bei dem Narzissten bleiben wollen oder müssen, dann gibt es so auf einen 5-Punkte-Rettungsplan auf der Seite triggerfrei.at, wo Sie noch einmal tiefer, also noch einmal vertiefender als dieses Video, auch spüren können, wie komme ich da raus aus dieser emotionalen Missbrauchssituation, wie komme ich aus diesem ohnmächtigen Opferdasein raus. Ja? Das habe ich gratis für Sie zur Verfügung gestellt, damit Sie einfach einen Weg finden, wie es Ihnen besser geht. Alles Gute für Sie.